Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück hier zu Lies of P. Es sind ein paar Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und Entschuldigung. Ich muss sagen, Dark Souls hat mich ein bisschen kaputt gemacht für Story. Ich bin hier durchgelaufen und habe gedacht, ja, bla 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 bla, labert ihr alle nur. Ich muss das eh nicht wissen, aber eigentlich interessiert mich diese Story. Und da werde ich mich jetzt ein bisschen, muss ich mir selber an die Nase fassen und die Story ein bisschen einfach drauf achten. Ich habe hier schon eine tolle Waffe bekommen, ich glaube wegen Xbox Game Pass, die eigentlich echt cool ist. Hat auch eine schön hohe Reichweite und klatscht rein. Ah, schau mal, da unten will jemand rein. Ist das Spiel zu laut? Ich glaube, das Spiel ist ein Ticken zu laut. Kann das sein? So. Ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt ist die Frage, gehe ich erst da runter? Ja, ich habe Angst, dass der mir hier in den Rücken fällt. Ah, der lebt noch. Danke. Ah, jetzt mal anders hinsetzen. Ich habe hier nebenher noch einen Kaffee. Ey, oh, wo kommt der zweite her? So, warum willst du da rein? Komm ich da rein? Nee, ich habe ja schon drauf gehauen. Ah, die Puppen, weil hier Licht ist wahrscheinlich in dem Haus. Die Puppen sind ja so ein bisschen aggro geworden und versuchen hier Menschen zu killen. Bisher ist es so, dass wir jetzt Geppetto suchen sollen. Rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago, before the puppet frenzy. Das sind Puppen, Niki. Das sind Puppen, die hier rumlaufen. Wir sind Pinocchio. Und es ist, soweit ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen eine. Das ist die kaputte Seite. Das wird dann eine Abkürzung. Soweit ich das richtig verstanden habe, ist die Puppenfabrik ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und wir wurden dann geweckt als größte Erfindung von Geppetto. Oh. Schau mal an. Könnt ihr. Ah, Mist, ich muss mich umgewöhnen, weil das Blocken hier in dem Spiel ja ein bisschen anders läuft. Ich habe gerade eben noch Dark Souls gespielt. Zerstöre die Waffe eines Gegners mit einem perfekten Block. Ich habe gerade einen Erfolg gekriegt. Nice. Aua! Schon keine Heilung mehr. Ah, eine Kiste. Lada F150 Rahmen. Ja, man kann hier dann so Verbesserungen freischalten für die Puppe. So Modifikationen. Oh, das sieht nicht cool aus hier. Ah, da ist eine Leiter.
Okay, doch. Scheint zu passen. Ah, die Puppenschnur, die wollte ich noch ausprobieren. Stimmt, die habe ich ja jetzt. Ah, Moment. Ich muss ein bisschen... ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Ist halt dann doch was anderes als Dark Souls. Was bist du hier? Was ist das? Taste drücken. Ah, da geht die Leiter runter. Abkürzung. Weil da unten war ich ja gerade. Wir sind jetzt auf der Suche nach Geppetto. Das da hinten sieht aus, als würde da, als wäre hier vielleicht noch ein Loot. Ja, sehr gut. Geminis Notfallschutz. Mir ist gerade eben aufgefallen, als Gemini geredet hat, dass der auch Grillengeräusche macht. Wie geil ist das denn bitte? Ah, neuer Gegner. Oh oh, au 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 au. Oh, er hat mich erwischt. Uff. Sieht grafikmäßig wirklich super aus. Ja, nicht nur das. Mir gefällt auch wahnsinnig gut das Setting. Also, mir gefällt das Setting auch wahnsinnig gut mit diesem Steampunk-mäßigen. Und wie das alles hier aufgebaut ist, Hammer. Das mit dem Blocken habe ich noch nicht so ganz raus. Ich versuche es immer wieder. Ich bin eigentlich gut in sowas. Und die Steuerung ist auch wunderbar direkt. Oh oh. Ah, damit. Das war ein perfekter Block. Du kannst es nicht spielen, warum? Das ist ja ungeschickt. Hier ist die Abkürzung, die wir gemacht haben. Nein, den. Beachten die mich? Nee. Okay, dann können wir direkt nochmal den Kollegen hier probieren. Nicht die Plattform dafür. Ach, schade. Sternfragment, trübes Ergofragment, Legion, irgendwas. Okay. Boah, wie sich die Stimmung auch gleich ändert. Wenn man hier reingeht, mega. Ach, die Soundkulisse und wie das hier alles aussieht. Aufmachen? Nee.
Hey, ich habe mir schon gedacht, dass da einer von draußen irgendwie schießt. Ah, da kommt nämlich einer mit der Pistole. Okay, da ist Loot. Aha, guck mal. Dich habe ich gesehen, Kollege, dich habe ich gesehen. Scharfes Rohr. Da drüben liegt auch Loot. Könnte natürlich nützlich sein. Wir wollen nicht runterfallen, aber... Elektroblitzschleifmittel. Kann ich dann meiner Waffe einen Elektroschaden verpassen? Hier ist eine Leiter, die runtergeht. Da ist eine Leiter, die raufgeht. Geh erstmal runter, glaube ich. Ich vermute, irgendwo komme ich hier vielleicht zu der Abkürzung, die ich vorhin gesehen habe. Autsch. Ich muss hier mehr mit den Blocken arbeiten. Dark Souls hat mich so versaut. Und ich habe noch nicht mal viel Dark Souls gespielt. Genau, hier ist die Abkürzung. Nice. Geht hier noch was? Nope. Irgendwo hier ist einer. Mit was auch immer der Typ da oben auf mich schießt. Da hustet einer in seiner Wohnung. Ich kann ihn aber nicht... Nee, okay. So, der da oben ist ein bisschen nervig. Ja, genau deswegen. Elektroschock. Wow, Leute, 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 stopp! Ihr Arschgeigen da oben. Ja. Scheiße. No! Oh. Das ist jetzt ungeschickt. Sehr, sehr ungeschickt. Ah, ich habe eine Heilung irgendwo herbekommen. Okay, die lädt sich wohl auch selber wieder auf durch Kills oder so. Hi. Weiß nicht, ob das hier eine gute Idee ist. Passt. Ach, jetzt weiß ich, was hier los ist. Warum meine Waffe so komisch tut.
Ach komm. Ah, okay. Also wenn man die nicht regelmäßig schleift, dann haut die so seltsam gegen die... Ich finde, es ist eine gute Idee, hier runter zu hüpfen. Oh, was ist er denn? Erstmal hier lang gucken. Den Standardweg. Noch rückwärts laufen. Brief eines gefrorenen Mannes. Meine Luise Charlotte, mein Schatz. Okay. Ah ja, guck mal. Okay. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein Problem. Was habe ich denn hier noch? So Wurfsachen, Verbrauchsmaterialien. Attributswiderstand. Aha, da kann ich das Elektro-Ding reinmachen. Statusleiden entfernen. Legionladung, Fabelladung. Katalysator, die Fähigkeit von Puppen ergänzt, lädt Fabel schnell auf. Das bringt mir nicht so viel. Wurfobjekte. Eine Wurfzelle. Eine Batterie mit großer Leistung, die geworfen werden kann, verursacht Elektroblitzschaden im Einschlagsbereich. Klar, packen wir einfach mal dazu. Ich würde mal probieren, den Kollegen direkt mal zu bewerfen. Hoppla. Das wollte ich nicht. Oh oh. Ah, verdammt. Ja, mit bisschen mehr Leben, bisschen mehr Heilung hätte ich den locker kriegen können. Nun. Genau, hier haben wir die Abkürzung geöffnet. Und dann... Hier, ach, guck mal. Da oben war ja noch einer. Schleifen nicht vergessen. Schleifen nicht vergessen. Hier unten war auch noch irgendwo einer, ne? Ja, guck mal da. Dann ging es, glaube ich, hier hoch. Rechts und dann, nee, geradeaus. Ja. So. Jetzt schnell hier dran vorbei. Dann den anlocken. Der soll, ich will mit dem hier kämpfen, wegen den beiden da oben. Dann flink vorbeilaufen. Ah. Boah.
Mann. Leute. Dann wieder hier hoch. Oh. Da unten war ja noch einer, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Ach du Arschgeige. Genau, den. Dann holen wir uns den Loot zurück. Und den Boy hier noch. Einmal heilen. Dann nehmen wir was zum Werfen und bewerfen den. Junge. Okay. War mir ein bisschen zu eng, ehrlich gesagt. Aber da vorne haben wir ja schon das nächste Lebensamulett. Kann unter Menüausrüstung Amulett ausgerüstet werden. Amulette. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kräfte hervorzurufen. Schon das geringste Blinzeln reicht aus, um eine Puppe zu bewegen. Puppen haben kein Leben, aber es reicht, um sie zu bewegen. Was erhöht Max-LP? Ja, nehmen wir natürlich. Mehr Max-LP. Keine Überraschung? Du siehst aus wie Geppetto. Aber jetzt machen wir erstmal den Kollegen hier wieder ganz. Stargazer benutzen, jawohl. Please. Einmal alles aufgefüllt. Bist du Geppetto? Nee. Ah, das ist der Wanderhändler, okay. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Okay. Er hat hier Griff und Kopf eines Elektrospulenstocks. Das klingt spannend. Ist eine andere Waffe. Notfallschutz. Beschützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Beschützt vorübergehend das aktuelle Ergo, selbst im Tod. Ah, okay, verstehe. Elektroblitz, erhöht vorübergehend Attributswiderstand, Legionladung, ah, das ist okay, ein Magazin für meine LTE-Attacke, die Wurfzelle und Elektroblitzkanister kann geworfen werden auf kurze Distanz. Okay, ja gut, kann ich dir was verkaufen? Habe ich irgendwas, was ich aktuell nicht will? Nee. Alles. So, was ist hier los? Du bist eine Abkürzung, die ich von der anderen Seite wieder ab einschalten kann. Okay. Passt. Hallo? Ah, ich hab's gewusst.
Tipp. Ah, hört auf! Schweinerei! Nice. Ich hab's so gerochen, ne? Ich hab's so gerochen. Okay, hier scheint's weiter zu gehen. Da unten geht's noch runter, da oben steht einer drauf und hier war doch auch noch irgendwo ein anderer Weg, oder? Sah es nicht so aus, als könnte ich hier irgendwo anders langlaufen? Nee, ich glaube nicht. Nee, okay, dann... Da unten sind ein paar Hunde. Ist das... Da war ich hier schon? Hier unten. Könnte sein. Ja, doch, ich glaube, da war ich schon. Da gibt es eine Leiter. Hier gibt es auch eine Leiter. Erstmal nach oben schauen, um den Kollegen zu verprügeln. So. Ach, guck mal. Was ich da jetzt gerade bekommen habe, aber so wichtig wird es nicht gewesen sein. So, da hinten ist Loot. Dimensionaler Schmetterling, okay. In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monats Lampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu erhalten. Habt Dank. Was habe ich bekommen? Weiß ich nicht. Ein Fragment. Ich weiß jetzt nicht, warte mal. Was ist da unten? Sollte ich kurz darunter gehen? Ich glaube, ich sollte kurz darunter gehen. Und mir das mal angucken. Bin mir nicht sicher, wo es weitergeht. Hoppla. Da habe ich wohl irgendwo draufgehauen, wo ich nicht hätte unbedingt draufhauen sollen. Ist das eine Abkürzung hier? Oder wird das von der anderen Seite aufgemacht? Nee, das ist von der... Die ist kaputt. Okay. Das geht dann von der anderen Seite auf. Hier ist auch noch was. Mein Gott. Ergo sind quasi die Seelen von dem Spiel. Ich bin auch erstmal gerade noch hart am Sammeln einfach. Und wenn es dann... Moment, kann ich hier... Ah ja, guck mal. Ergo braucht man zum Leveln und diese Fragmente... Oh!
Es roch halt so sehr nach Falle und ich bin im richtigen Moment stehen geblieben, um zu gucken. Jawohl. Okay. Also, das hier wird zu einem späteren Zeitpunkt dann Abkürzung werden. Ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt, wo es lang geht. Also ich weiß, wo ich weitergehe, oben auf jeden Fall. Ah, so einer, okay. Eine Backe. Ah, ich hab die Angriffe von ihm nicht raus. Jetzt hat Lee. Pavel-Katalysator, trübes Ergo-Fragment, Sternfragment. Okay. Das hier sieht auch schon wieder so nach Falle aus, ne? Hier wartet doch rechts einer ums Eck auf mich, oder? Nee. Da husten wieder welche in ihren Häusern. Okay. Hier geht's auch wieder nach oben. Mein Gott! Okay. Mist. Ja, dann hauen wir halt drauf. Ah, ich hätte die gar nicht abschießen müssen. Ich hätte auch draufhauen können. Okay. Ist hier wieder... Fällt jetzt hier was von oben auf mich drauf? Nee? Okay. Standard Isolierungskonverter Werkstatt... Werkstatt, Gewerkschaft? Also, hier sind auf jeden Fall in den Häusern sind noch Leute zu Hause. Wo geht's hier oben hin? Wo geht's hier lang? Du fehlst mir, Murphy. Ja, da sind noch Leute zu Hause. Ach, hier bin ich jetzt. Okay, also dann gehen wir mal weiter. Ich denke, hier geht's weiter. So. Immer schön aufpassen. Oh, da weint jemand um sein Baby. Eieieiei. Ganz schön wilde Nummer hier. Reden, weinende Frau. This must be your first time. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. Oh, okay, side quest. My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Könntest du bitte ins Rathaus von Grad gehen und mir mein Baby bringen? Schauen wir mal. Finally see my sweet Elena's face again.
Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Okay, wait, what? Das klingt, warum lässt die Familie sie dort? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr Baby bringen will, ehrlich gesagt. Ui, so einer. Okay. Hallöchen. Ah, der macht dreimal. Mm. Nice. Ah. So. Mal gucken, was der mir hier für eine Waffe gedroppt hat. Der hat mir doch gerade eine Waffe gedroppt. Ah, den Knüppel. Gradpolizei. Boah, Alter, was wie viele Werte hier stehen. Entschlossenheit B. Technik D. Ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt nochmal geskillt hatte. Charakterinfo. Entschlossenheit. Ah, noch nicht wirklich auf was. Technik. Technik. Hier war doch Technik. D. C. B. Entschlossenheit. Ja, ich würde dann den einfach mal auswählen und mal gucken. Ah, nee. Ich bin eigentlich echt zufrieden mit diesem. Mit dieser Hellebarde, die ich hier gefunden habe. Warum lässt die Familie sie hier zurück und nimmt ihr Baby weg? Da stimmt doch irgendwas nicht. Das wirkt sehr creepy und etwas. Und irgendwie etwas falsch. Als wäre da irgendwie, als sollte ich lieber aufpassen, dass ich vielleicht nicht. Oh, oh, okay. Oh, 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 oh. Boah. Scheiße. Ärgerlich. Mist. Ich weiß nicht, ob ich ihr Baby tatsächlich geben will. Und diese Hand, diese creepy Hand, die aus dem Fenster rausgezeigt hat und so, das war. Uff. Irgendwie seltsam. Alles. Irgendwie alles äußerst seltsam. Ah, Moment, hier war ja was. Hätte ich mich fast hinreißen lassen. So, ich glaube, den oben lassen wir. Ich gehe einfach hier durch. Und jetzt bin ich ja schon wieder bei der Lady mit dem Baby. Die Quest müsste ich ja jetzt noch angenommen haben. So läuft das doch in solchen Spielen. Da muss ich ja jetzt nicht nochmal. So, kommt der Dicke nochmal? Nee? Kommt nicht nochmal? Ich weiß nicht, ob ich ihr Baby bringen will.
Sie will es nur nochmal bei sich haben, weil sie erblindet. Ja, sie kriegt Schuppen auf den Augen. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ah, geil. Habt ihr das gesehen, ey? Ah, die ist... Die Waffe von ihm ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich hier diese Tür aufgemacht. Obwohl das gar nicht so ein krasser Umweg war, ehrlich gesagt. Hier ist doch nochmal einer, ja. Nice. Aufzug. Ja, reparieren. Dann reparier mal. So repariert man also Aufzüge. Das nächste Mal wisst ihr Bescheid. Wenn ihr mal im Aufzug feststeckt. Puppenschnur. Nee, das ist so ein Fernkampfding. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich mal leveln. Wo konnte ich nochmal. Konnte ich. Wait. Hä? Ich wollte doch eigentlich ins Hotel Krat. Das war jetzt seltsam. Wieso kann ich nicht ins Hotel Krat? Ich meine, das ist gleich hier, glaube ich, irgendwo. Ah, Moment. Nee, warte. Ich habe im Augenwinkel noch was gesehen. Was steht da unten links? Ah, Hotel Krat X. Ja. Die Puppenschnur, das ist mein linker Arm. Aktuell mache ich damit so eine Schnur, die nach vorne schießt, mit der ich aber noch nicht so viel habe anfangen können, ehrlich gesagt. Konnte ich mich bei ihr leveln? Ich glaube, bei ihr konnte ich leveln, ne? Stufenaufstieg, ja. Also Technik war bisher ganz cool und Entschlossenheit war, glaube ich, das, was mir... Oder Moment, bevor ich jetzt wieder Blödsinn mache, erstmal kurz schauen. Andi, grüß dich, hi. Schön, dass du da bist, danke fürs Einschalten. Entschlossenheit und Technik. Fortschritt. Entschlossenheit und Technik. Entschlossenheit, Technik, Fortschritt. Okay, also Entschlossenheit und Technik. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Enterhaken tatsächlich auch. So, und dann habe ich hier ein paar Teile gekriegt. Jetzt kann ich, hier ist die Werkstatt. Ich kenne mich mit Waffen aus. Soll ich mir etwas ansehen? Jupp. Waffe verbessern. Können wir die verbessern? Ah, Dunkelmond-Mondstein des Bundes brauche ich dafür. Versteckter Mondstein dafür. Versteckter Mondstein. Und das ist so eine Riesenklinge. Sehe ich jetzt hier irgendwo... Andi, wie geht's? Schön, dass ihr alle da seid. Danke fürs Einschalten, Leute. Kettenhieb. Physischer Angriff. Dieses Großschwert, was hat das nochmal? Hier. Auch Entschlossenheit und Technik. Also ich würde dann mal auf das Großschwert mitgehen und mir das Großschwert ganz gut soweit und selber. Ja, passt. Waffe verbessern. So, jetzt haben wir hier dieses
Großschwert des Schicksals. Verbessern wir mal. Okay. Das ist jetzt stark verbessert. Werden wir gleich mal ausprobieren auch. So. Wait. Ich bin jetzt schwer. Wegen dem Großschwert. Wo steht denn hier das Gewicht? Ach da, 13. Ja, tatsächlich. Das hat alles Gewicht hier, ne? Das auch. Die Teile hier auch. Nee, das... Physische Schadensreduktionsrate. Okay, das ist das leichteste Teil, aber das... okay. Aber zwei so schwer... Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm, das Großschwert hier zu nehmen. Dann packen wir hier die leichtere Waffe rein. Oder einfach gar keine. Dann habe ich zumindest eine leichte Rolle. Und ich probiere ein bisschen das Großschwert aus. Gut. Ja, jetzt will ich... Wollen wir weiter gucken? Ich würde eigentlich ganz gerne... Mal gucken, dass ich jetzt... Geppetto finde. Wir wollen ja Geppetto finden. Und das Baby, stimmt, das Baby. Das fällt mir ja jetzt erst auf, dass der Ladescreen eine länger werdende Nase ist. Großartig. Ganz großartig, ey, wirklich. Ah, ihr habt mich schon bemerkt. Ja, das Großschwert kann man auf jeden Fall auch machen. Attributreinigungsampulle. Schlägt ein bisschen langsamer zu als diese Hellebarde. Aber fühlt sich ziemlich cool an. So, die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Irgendwie Reparaturwerkzeug, okay. Hier, ja, die Tür sieht so aus, als könnte ich die aufmachen. Machen wir sie mal auf. Alchemistenbrücke. Da oben, ey. Okay, Purge. Alle Puppen werden zerstört. Purge Puppies. Oder Puppets. Puppets steht da. Komm raus, Geppetto, du musst dich verantworten. Ah, schau mal. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. Okay. The alchemists scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Ja, ich bin auch wegen dem alten Mann hier. More like I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Whoa. Okay, hi. Hallo Eselkopf. Talk to me about, then string you up on the bridge. Wow, okay. Ich krieg ihn nicht so richtig
Richtig verteidigt. Jetzt, das war ein guter Verteidiger. Ah, Mist, wieder nicht. Komm her, du. Shit. Shit. Eieieiei, okay. Ah, seine Waffe ist kaputt. Mist. Mann, ich krieg es nicht. Ah, er hat mich gekillt. Das war aber knapp. Ah, diesen perfekten Block. Hier geht's ein bisschen um perfekte Blocks. Das ist, macht, finde ich mega cool. Aber ich habe das Timing einfach noch nicht raus. Einfach noch nicht raus. So, komm noch mal her, du. Komm noch mal her, du. Wahnsinniger Esel. Voll gut, dass wir gerade gelevelt haben und das Schwert hochgelevelt haben und alles. Dadurch sterben die hier auch super schnell. Das ist sehr geil. Schade, dass ich den Hund jetzt gerade nicht mitgetroffen habe. Aber alles easy. Ich glaube, ich werde den verrückten Esel mal ein bisschen bewerfen auch. So, Esel. Eselschmesel. Komm her, du. Wartest schon mit deinem Schwert auf mich. Hier, friss das. Ah Mann, ey, der braucht so lange. Und dann ist er wieder so schnell, wenn er von unten kommt. Nein! Verdammte Axt! Heide nei, ey. Yes, nice. Now I feel bad for my comrade. Geppetto! Geppetto, zeig dich. Wir haben den Menschen getötet. Oh oh. Finally, we meet.
son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Jagdbekleidung des verrückten Esels. Schlüssel zum Rathaus. Thank you very much. Ich habe zwar nicht alles mitgekriegt, was ich jetzt bekommen habe, aber ich will einfach mal in meine Tasche reingucken und wir schauen mal, was wir hier so alles haben. Verbesserungsmaterial, okay, passt. Sternfragment, jawohl. Was ist das hier? Enigma-Montagewerkzeug. Ein Werkzeug, mit dem die Klinge und der Griff einer Waffe montiert und zerlegt werden können. Waffenmontage ist bei Stargazern und Eugene möglich. Wenn man es mit einem nichtmenschlichen Feind zu tun hatte, musste man auf den gesunden Menschenverstand verzichten. Die Werkstatt und die Stalker stellten verschiedene Klingen und Griffe zusammen und konzentrierten sich auf die Herstellung der besten Waffen. Und dann haben wir hier noch Kostüme. Da kann ich mich anziehen jetzt wie der Esel. Geil. Ja, brauche ich nicht. Ich finde meins eigentlich ganz nett. Dann haben wir den Schlüssel zum Rathaus von Krat. Hier ist noch ein Buch. Venignis. Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat 2. Dann haben wir noch eine zerrissene Kritzelei. Es juckt. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut, Blut, Blut. Okay. Meine Luise, Charlotte, mein Schatz, ich kann nichts hören. Brief eines gefrorenen Mannes. Gut. Also nichts weiter Krasses. Nee, passt. Okay. Ja, Geppetto, wo geht's zum Rathaus? Da lang? I want to hear all about your experiences. But now isn't a good time. Use the Stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Krat when you're done. Es sieht ein bisschen creepy aus, als wollte er ihn angreifen. Von hinten. Gut, also der gute Geppetto ist natürlich auch nicht begeistert davon, dass die Puppen alle Menschen töten. Du hast Schlüssel zum Rathaus von Krat benutzt. Sehr nice. So about that weapon, oh, Moment. Tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Stargazer teleportieren, Legionswaffe wechseln, Waffen montieren. Was kann man hier jetzt noch machen? Waffe montieren. Du kannst Waffen über Eugene im Hotel oder einem Stargazer montieren. Du kannst deine Waffe in Klinge und Griff aufteilen und zu neuen Waffen montieren, die zu deinem Kampfstil passen. Die Eigenschaften deiner Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Ah, okay. Ach, okay, guck mal. Ich habe hier neue Waffenmontage. Da könnte ich jetzt die Säbelklinge einer Puppe reinpacken und den Griff von irgendeinem anderen. Ach, ist das geil. Okay, ich habe jetzt hier tatsächlich die Klinge des Großschwertes plus 2 gemacht, aber den Griff noch nicht. Den kann man dann wahrscheinlich auch nochmal einzeln aufleveln. Stark. Ich bin aber echt zufrieden, so wie es ist aktuell. Und da wir eine Stunde vorbei haben, ziemlich genau, an die Leute von YouTube. Twitch bleibt noch dran ein bisschen.
Aber ich glaube, ich muss es dazu sagen, in letzter Zeit ist es immer wieder mal passiert, dass dann welche abgehauen sind, weil sie dachten, es wäre vorbei, aber ich mache ja nur eine YouTube-Aufnahme. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.